Ich erzähle euch eine Geschichte. Im Englischen sagt man Folgendes. Wenn jemand niest, dann sagt man God bless you. Das ist ja die Standard-Aussage, God bless you. In Brasilien ist es schlimmer als in jedem Land der Welt, wo ich je war. In jedem Land der Welt. In Brasilien sagt jeder gottlose, ungläubige, fluchende Mann, Gott segne dich. Absolut. Das ist die Standardfloskel jedes Menschen. Christ, nicht Christ, gottlos, nicht gottlos, Gott segne dich. In Amerika macht man das so, wenn jemand niest, dann sagt man God bless you. Das gehört so dazu, das ist höflich. Ich habe 10 Jahre in Amerika gelebt, meine Frau ist Amerikanerin. God bless you. Ich predigte vor langer Zeit, vielleicht 10 Jahre, in einer kleinen Gruppe, in einer Hauskirche in Virginia, so 2,5 Stunden von wo ich gelebt habe. Da waren so 50 Leute in einem Wohnzimmer zusammen. Da predigte ich und die waren alle zusammengepfercht, da war ein ganz enger Raum. Ganz knapp vor mir, vielleicht so 1 Meter vor mir, wo ich stand, saß eine sehr elterliche Frau, über 80, 85 vielleicht, gebrechlich, die saß dort da. Ich hatte die Frau noch nie gesehen, ich kannte die Frau nicht, keine Ahnung, wer diese Frau war. Sie war ja so knapp an mir. Mitten in der Predigt nieste diese Frau. Ich machte eine kurze Pause beim Predigen. Die Standardaussage wäre immer gewesen, God bless you. Ich habe sie angeschaut und ich habe gesagt, you are blessed. Du bist gesegnet. Und habe weiter gepredigt. Die Frau kommt zu mir am Ende und sagte, Reinhard, ich muss dir etwas sagen. Sie ist über 80 Jahre. Sie hat gesagt, ich habe viel gehört von dir. Dann habe ich gehört, dass du hierher kommst zu predigen. Ich wollte dich so gerne einmal persönlich erleben, aber ich konnte nicht. Ich habe beide Knie komplett zerstört durch Arthrose. Heute hatte ich einen ganz argen Arthrose-Schub oder Arthrose-Attacke. Ich konnte nicht aus dem Bett. Ging nicht. Mit schwersten Medikamenten, ich konnte nicht. Aber irgendwie wollte ich dich einmal kennenlernen. Ich habe Freunde gebeten, die haben mich aus dem Bett geschleppt, ins Auto geschleppt, hier rein in das Wohnzimmer geschleppt, mich auf diesen Sessel gesetzt. In dem Augenblick, wo du zu mir sagte, als ich genießt habe, du bist gesegnet, wurden beide meine Knie geheilt. Schau. Und sie ging herum, sie machte Kniebeugen und sie zeigte sie mir, was sie hatte. Debbie war in der Meeting, sie war mit mir. Was will ich euch damit sagen? Wenn wir wirklich aufhören können, Gottes Fakten in die Zukunft zu geben und sie anzunehmen von ganzem Herzen als Realität, indem wir Danke sagen, indem wir unser Herz überzeugen zu glauben und indem wir beginnen, einfach danach zu handeln, dann erleben wir sie genauso wie Abraham nach 3 Monaten des Überzeugens des eigenen Herzens seine Frau schwanger gehabt hatte. Als der Herr mir das gezeigt hat vor vielen Jahren, habe ich Folgendes gesagt. Dann habe ich zu Leuten, die mich sehr, sehr gut kannten und die wussten, dass ich verstanden habe oder dabei bin zu verstehen, wie powerful der neue Bund wirklich ist, dann habe ich diese Leute mal begonnen zu beten, bitte tu mir einen Gefallen, bitte. Das habe ich zu euch noch nie gesagt, weil ich habe sie euch auch noch nie gelehrt. Ich habe gesagt, bitte tu mir einen Gefallen und sag nie mehr in deinem Leben zu mir, wenn du mich siehst, der Herr segne dich. Bitte. Sag mir das nie mehr wieder. Die Leute waren schockiert, wollten einen Bibelchannel finden, wo wir einander segnen sollen und so weiter und so fort. Aber als sie gemerkt haben, dass keine dieser Bibelchannel in den neuen Bund hineinpasst, haben sie gesagt, okay, ich sag's dir eh nicht mehr. Ich kann mich erinnern, ein Freund von mir, der schickt mir immer Messages aus Deutschland, lange WhatsApp-Messages mit endlosen Fragen, er ist Pastor. Das erste Mal, als er mir diese Message geschickt hat, hat er dann den Satz beendet mit, Gott segne dich. Ah, Entschuldigung, das soll ich jetzt zu diesem sagen. Entschuldigung. Dann hat er gesagt, Reinhard, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich mit dir verabschieden soll, wenn ich das nicht mehr sagen darf. Daraufhin habe ich gesagt, siehst du, wie religiös du bist? Alle meine unchristlichen Freunde, weißt du, wie sie sich verabschieden? Die sagen, tschüss. Tschüss. Ich sage, du kannst dich gar nicht von mir verabschieden, wenn du nicht weißt, wenn ich dir sage, bitte sag mir nicht mehr, Gott segne dich. Sag tschüss. Ich habe gesagt, wenn du irgendwas Nettes Geistliches sagen willst, sag das. Tschüss, Reinhard, du gesegneter Mann Gottes, voll der Salbung des Heiligen Geistes. Warum deklarieren wir über uns gegenseitig nicht die Gottesfakten? Hast du dir diese Frage schon gestellt? Warum?
Stell dir vor, jedes Mal, wenn du deine christlichen Freunde siehst, du zu ihnen sagst, du gesegneter Mann, mit allen Segnungen des Himmels bereits gesegnet, schön dich wieder zu sehen. Wenn unser Herz beginnt, diese Dinge zu glauben, wisst ihr, was ich getan habe? Als ich diese Wahrheit erkannt habe, habe ich mir selbst zur Aufgabe gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich werde von jetzt an das praktizieren, bevor ich das irgendwo zu predigen beginne. Jeden Tag, als ich aufgestanden bin, bin ich in mein Zimmer gegangen, habe eine Zeit mit dem Herrn gehabt und habe Folgendes gemacht. Herr, ich danke dir von meinem ganzen tiefsten Herzen, dass ich bereits gesegnet bin mit allen Segnungen in der himmlischen Welt. Herr, da ich bereits gesegnet bin, danke ich dir von ganzem Herzen, dass ich heute in meinem Körper dieser Segen manifestieren wird. Durch Gesundheit, durch Energie, durch Kraft, durch Stärke. Herr, da ich bereits gesegnet bin von dir mit allen geistlichen Segnungen, danke ich dir, dass heute sich auf unserem Bankkonto der Brazilian Kids Care diese Segen manifestieren wird. Herr, da ich bereits gesegnet bin, sage ich dir danke, dass ich heute in jedem Augenblick meines Lebens dieser Segen manifestieren wird, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Und ich habe begonnen, mein Herz zu überzeugen, ich habe begonnen zu deklarieren, dass ich nicht mehr Gott darum bitten brauche. Ich habe ihn begonnen, ihm nehmenden Glauben anzunehmen. Ihr könnt mal die Debbie fragen. Wisst ihr, was die Auswirkung war? Am Anfang hat meine Frau, das war der Satz, den du von ihr ständig gehört hast. Typisch du. Typisch du. Alles hat sich in meinem Leben verändert. Dinge, die vorher schwierig waren, die waren plötzlich leicht. Dinge, für die ich vorher jahrelang versucht habe, den Herrn zu überzeugen, die kamen jetzt von selbst. In meinem normalen täglichen Leben, alles, als ob eine magische Hand in mein Leben gegriffen hätte und alle meine Umstände gelenkt hätte. Stimmt das, Debbie? Fragt sie mal. Denn am Anfang war sie die große Skeptikerin. Am Anfang, wer weiß, predigt das nicht so, du machst ja die Leute, da. Und als sie Debbie dann gesehen hat, wie buchstäblich in meinem praktischen Leben, als ob eine übernatürliche Hand begonnen hat, alles in meinem Leben zu ändern, dann war die Standardaussage typisch du. Zum Beispiel, wir waren im Mai in Irland mit unseren Jungs. Wir sehen unsere Jungs ganz, ganz, ganz wenig, fast überhaupt nicht. Aber im Mai waren wir in Irland, da hatten sie einen guten Freund einen Urlaub bezahlt. Es war wie Himmel auf Erden, mit den Jungs zusammen zu sein. Wir waren in Dublin und die wollten halt auch Belfast kennenlernen, weil das doch nicht so weit ist, 4 Stunden Fahrt oder so. Und haben wir gesagt, sind wir schon dort. Der einzige Tag, an dem wir konnten, war ein Tag, die wollten auch dort einen Markt besuchen. Das ist der größte Markt Europas, glaube ich, gell? Irgend sowas. Die wollten diesen Markt besuchen. Wir hatten ein Auto gemietet und wir fuhren hin. Der einzige Tag, den wir konnten, war ein Tag, der kalt und verregnet war. Aber richtig, richtig kalt und verregnet. Wir kamen dorthin. Und wisst ihr, für mich ist jeder Tag ist so. Herr, danke, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen der himmlischen Welt. Danke. Das wird heute der beste Tag, den ich je gehabt habe in meinem Leben, weil ich bereits gesegnet bin. Mein Herz ist so überzeugt davon, da kannst du mir machen, was du willst, das nimmt mir keiner aus dem Herzen. Da kann mir der Teufel 1 Million Sachen in den Weg schmeißen, da lache ich drüber und springe ich drüber hinweg. Da können alle Umstände gegen mich sein, da lache ich drüber, weil es gibt absolut nichts mehr. In meinem Herzen ist das eine verankerte Wahrheit. Es ist ein Gottesfakt und keine Verheißung. Auf jeden Fall, wir fahren dahin, kommen dann hin nach Dublin. Als wir dann in die Nähe kommen von diesem Markt, da hat es geschüttet und geregnet und es war wirklich eiskalt. Und dann kommen wir in die Nähe hin und die Debbie sagt dann zu mir, oh nein, es schüttet, es ist kalt, wir haben keinen Regenschirm mehr und da gibt es absolut keine Parkplatzmöglichkeit. Und ich habe gesagt, sowas sagst du nicht, ich bin gesegnet. Während ich das ausspreche, fährt genau vor der Eingangstür ein Auto raus und ich fahre rein. Und die Debbie sagt, Typisch du. Hör zu. Jesus hat einen irrsinnig hohen Preis bezahlt, damit du jeden Tag vom Feind hören kannst. Typisch du. Dein Leben ist so gesegnet. Du gehst mir auf die Nerven. Es gibt nichts Schöneres, als wenn wir dem Feind auf die Nerven gehen. Nichts Schöneres. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, damit wir in diesem Segen leben können.
Ich mache dir eine Herausforderung heute. Ich habe eine Herausforderung für euch. Hausaufgabe. Die nächsten 4 Wochen bittest du Gott um gar nichts, was dich persönlich betrifft. Ich sage nicht, Fürbitte, davon reden wir nicht. Ihr müsst mein Buch lesen, Leben ohne Begrenzungen, da werdet ihr das ganz genau lernen können. Aber die nächsten 4 Wochen, was für dich persönlich im Gebet betrifft, bittest du Gott einmal nichts. Das wird den meisten Christen sehr schwer fallen, weil wir das nicht so gewohnt sind. Stattdessen machst du Folgendes. Du beginnst jeden Tag an zu deklarieren, Herr, ich danke dir so sehr, dass ich bereits gesegnet bin. Weil ich gesegnet bin mit allen geistlichen Segnungen der himmlischen Welt in Christus und weil ich in Christus bin, erwarte ich, dass diese Segnungen sich heute manifestieren. Heute ist der gesegnetste Tag meines Lebens, da ich gesegnet bin. Beginn dein Herz davon überzeugen, die nächsten 4 Wochen. Du wirst erstaunt sein, was sich in deinem Leben alles ändert. Am Anfang ist es mühevoll, in die Ruhe einzugehen. Wenn du eingegangen bist, ist es das herrlichste Leben. Ich habe diese Herausforderung in einer kleinen Gemeinde, 600 Leute. In einer Gemeinde mit 600 Leuten. Unsere Gemeinde hat 30.000 Leute, wisst ihr? Da, wo ich bin in der Gemeinde, da haben wir 30.000 Leute. Also 600 Leute ist eine kleine Gemeinde. Aber in dieser Gemeinde mit 600 Leuten habe ich diesen Leuten diese Herausforderung gegeben. Eine Woche drauf bekomme ich eine WhatsApp. Eine Dame hat gesagt, ich habe mir von meinem Pastor eine WhatsApp-Message geholt. Sie hat gesagt, mein Kind ist krank, hat eine sehr komplizierte Sache. Die muss, ich glaube, einmal alle 3 Wochen muss ich mit dem Kind in die größere Stadt fahren. Das sind so circa 3 Stunden Autofahrt, um mit diesem Kind zu einer speziellen Untersuchung oder Behandlung oder irgendetwas zu fahren. Diese Frau hat gesagt, Reinhard, jetzt muss ich dir Folgendes erzählen. Am Sonntagabend hast du uns herausgefordert. Ich glaube, es war Donnerstag, da musste sie in diese Stadt fahren. 3,5 Stunden etwa. Sie hat gesagt, auf meinem Konto war kein Cent. Und der Tank war leer. Sie hat gesagt, was ich immer vorher gemacht habe. Ich habe gebetet, den Herrn angefleht um diese Versorgung. Und wenn da nichts gekommen ist, am letzten Augenblick habe ich meine Geschwister gebeten, mir zu helfen. Sie hat gesagt, das wollte ich wieder machen, aber ich habe gesagt, nein, ich werde das ernst nehmen, was der Reinhard gepredigt hat, ich werde das ausprobieren. Sie hat das gemacht am Montag, sie hat gesagt, Montag war der härteste Tag, weil alles in mir drinnen, diese falsch anerzogene Religiosität, die hat gebrüllt und geschrien in mir, das kannst du nicht, das geht in die Hose, das geht schief. Sie hat gesagt, ich bin dem widerstanden und ich habe eifert euch, strengt euch an, um in die Ruhe einzugehen. Ich habe dem widerstanden und ich habe einfach das durchgezogen. Nein, ich bin gesegnet. Ich werde mein Herz überzeugen. Am Dienstag hat sich nichts geändert. Am Mittwoch, ich habe das gemacht und dann am Mittwoch hatte ich plötzlich den Gedanken, ich schaue mal aufs Konto und da war genügend Geld drauf für den Benzin, für hin und zurück und schön Mittagessen zu gehen mit dem Jungen. Dann ging sie zur Bank und dann sagte sie zur Bank, bitte, ich will wissen, wo dieses Geld herkommt. Und der Bankbeamte sagte, wir haben selbst keine Ahnung. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit nachzuvollziehen, wie dieses Geld auf ihrem Konto gelandet ist. Es gibt bei uns überhaupt keine Möglichkeit. Wir sehen, es ist drauf, aber wir sehen nicht, wo es eingezahlt wurde, wer es eingezahlt wurde. Wir wissen nicht einmal, wo das Geld überhaupt eingezahlt wurde. Was normalerweise, wenn du ein Geld einzahlst, dann steht immer drauf, bei dieser Bank zum Beispiel. Die Dame hat zu mir gesagt, Reinhard, weißt du was? Ich bin überzeugt, dass die Engel Gottes dieses Geld auf mein Konto gegeben haben. Ich habe gesagt, glaub, was du willst, aber eins weiß ich, du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Freunde, ich könnte euch Geschichten erzählen bis morgen in der Früh. Debbie könnte sie euch auch erzählen, die lebt ja mit mir. Wo Leute diese Wahrheiten in ihr Leben implementiert haben. Unbeschreiblich. Epheser Kapitel 2, Vers 6. Schauen wir uns mal diesen Vers an. Epheser 2, Vers 6, bitte. Und er hat uns mit auferweckt und mit Christus eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Gottfakt oder Verheißung? Gottfakt. Warum? Vergangenheit geschrieben. Noch etwas? In Christus Jesus. Glaubt ihr diesen Gottfakt? Er hat uns mit auferweckt und eingesetzt wo? Wo? Wo bist du jetzt gerade? Und sag mir nicht im Lichtenstein in der Paul-Zierold-Straße 8. Wo bist du laut Wort Gottes gerade jetzt?
Wo ist der Teufel? Schau, der ist nicht da im Himmel, wo wir sind. Schau dir Epheser 1, die letzten Verse an. Ich will, dass ihr erkennt, die Kraft, die Christus auferweckt hat von den Toten und versetzt hat, hoch über alle Gewalt und alle Fürstentümer in der himmlischen Welt. Wo sitzt Christus? Christus sitzt nicht auf einer Ebene mit dem Teufel. Christus sitzt nicht Auge in Auge mit der dämonischen Welt. Christus sitzt nicht auf der gleichen Ebene mit den Fürsten und Gewaltentümern. Da sitzt er nicht. Christus sitzt weit erhoben über alle diese Mächte der Finsternis. Da sitzt er. Und weißt, wo du sitzt? Mit ihm. Mit ihm. Wenn du diesen Gottesfakt in deinem Herzen ergreifen kannst, wenn du beginnst zu deklarieren, ich bin versetzt an den himmlischen Ort mit Christus. Ich herrsche mit Christus. Wisst ihr, was geschehen wird? Plötzlich wird sich in deinem Herzen so etwas verändern, so etwas Gewaltiges, so etwas Starkes. Der Glaube in deinem Herzen wird diesen Gottesfakt ergreifen. Und wenn du mit dem Teufel kommunizieren wirst, dann wirst du nur mehr so mit ihm reden. Ich habe mit dir etwas zu reden. Er ist unter unseren Füßen. Aber wisst ihr, was der Herr mir gezeigt hat? Wenn ihr wissen würdet, was ich alles durchgemacht habe, ganz am Anfang, vor mehr als 30 Jahren in meinem Dienst. Ihr könnt meine Frau fragen. Ich war tief davon überzeugt, dass das ist Teil der Preis, den ich bezahlen muss, um in einem finsteren Land wie Österreich das Evangelium zu predigen und Gemeinden zu gründen. Ich hatte Dämonen, die in mein Wohnzimmer kamen, physische Gestalt annahmen und versuchten, mich umzubringen. Physisch. Ihr könnt meine Frau fragen, wie oft in der Nacht das Bett geschüttelt wurde und wie ich Bisswunden hatte von Dämonen. Könnt meine Frau fragen. Kratzspuren hatte von Dämonen. Könnt meine Frau fragen. Und ich überzeugt war, das ist dem Teil des Preises, den ein Mann Gottes bezahlen muss, um ein Land zu verändern. Und eines Tages sagte Jesus zu mir, warum erlaubst du einen besiegten Feind mit dir solche Spiele zu spielen? Und ich sagte, Herr, ich kenne deine Stimme, aber deine Stimme passt mir nicht in meine Theologie. Und der Herr sagte, studier mal Epheser 6, studier mal Kolosser 2. Studier mal. Und er gab mir alle diese Bibelstellen vom geistlichen Kampf, die ich so missverstanden hatte, aufgrund meiner Vermischung aus Alten und Neuen Bund. Und der Herr sagte zu mir, das alles kann er nur tun, weil du glaubst, dass er die Macht hat, das zu tun. Und ich werde nie vergessen, eines Nachts, mein Bett rüttelte, ich wurde wach, dieser Dämon manifestierte sich vor mir, ich setzte mich auf dem Bett auf und ich sagte, Game over. Ganz ruhig. Ich sagte, Game over. Und dieser Dämon bäumte sich von mir auf und ich sagte, dein Spiel ist vorbei. Wenn du dich je einmal wagen solltest, in meine Nähe zu kommen, wirst du es die Rest der Ewigkeit bereuen. Verstehst du? Ich weiß, wer ich in Christus bin. Und ich weiß, was der neue Bund ist. Game over. Und es gab ein lautes Kreischen in meinem Zimmer und dieser Dämon hat sich aus meinem Zimmer verputzt und nie wieder bei mir blicken lassen. Ich sage das in aller Demut, weil ich selbst gelitten habe. Ich habe Jahre gelitten. Ihr könnt meine Frau fragen. Ich habe physische Qualen und Schmerzen erlitten, die von Ärzten her unheilbar waren. Der Arzt hat zu mir gesagt, Herr Hirtler, machen Sie Schmerzen Ihre besten Freunde, denn es gibt keine Heilung für Sie. 12 Jahre lang, fragt meine Frau. 12 Jahre lang. Brutalste, schlimmste Schmerzen. Wisst ihr warum? Weil ich den Gottesfakt nicht geglaubt habe, dass ich ganz woanders sitze, wo ich in Wirklichkeit glaube, dass ich sitze. Und als ich erkannt habe, dass dieser Gottesfakt eine Wahrheit ist, von dem ich mein Herz überzeugen muss. Und wenn mein Herz einmal überzeugt ist, dass der Teufel kein Gegenüber von mir ist, sondern ein unter mir ist. Und als mein Herz diese Wahrheit erkannt hatte, da war all dieses Spiel zu Ende. Und ich schaue zurück auf mein Leben. Ich habe jahrelang so gelitten. Es gibt sicher keine Person in diesem Raum, der so viel Mitleid hat mit Menschen, die leiden von satanischen Angriffen wie mich.
Weil ich habe das jahrelang durchgemacht im eigenen Körper, in meiner Familie. Ich habe so viel gelitten. Frag meine Frau. Ich habe mich am Boden gewälzt von Qualen und Schmerzen 12 lange Jahre. Kein Arzt konnte mir helfen. Niemand und nichts. Was haben Leute für mich gefastet und gebetet? Was gab es da für prophetische Eindrücke, dass ich all das erleiden muss, weil das der Preis ist, den ich bezahlen müsste für diese geistigen Kämpfe, die ich geführt habe? Fragt meine Frau. Aber die Wahrheit war, ich habe in meinem Herzen nicht geglaubt, dass es ein Gottesfakt ist, dass ich gesetzt bin in himmlische Orte mit Jesus Christus, hoch über jeden Fürst und über jede Macht und über jede Gewalt, die es gibt in der himmlischen Welt. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Das ist weder in meinen Notizen noch habe ich das geglaubt, habe ich das vorbereitet. Freunde, wir haben eine Bestimmung. Wenn ich wir sage, dann meine ich, wir als christliches Glaubenszentrum Liechtenstein, wir haben eine Bestimmung. Und wir werden uns nicht rauben lassen von den Lügen des Feindes, dass wir unsere Bestimmung nicht erleben. Gott hat viel vor mit dieser Gemeinde. Die Bestimmung für diese Gemeinde ist klar. Als ich das erste Mal hierher kam, war mir das ganz klar, dass diese Gemeinde eine außergewöhnliche prophetische Bestimmung hat. Mir war klar, dass auf dem lieben Gerd eine apostolische prophetische Bestimmung liegt und dass es keinen Teufel dieser Welt gibt, der das aufhalten wird, nicht solange ich Atem in mir habe. Entschuldigt meine Impulsivität. Aber lieber Gerd, ich stehe an deiner Seite, ich liebe dich und ich werde alles hingeben, damit du und deine liebe Frau und diese tolle Gemeinde die prophetische, apostolische Bestimmung erfüllen können. Das verspreche ich dir heute, mein lieber Gerd. Ich gebe dir das Versprechen, das ist aufgezeichnet. Ich werde alles tun, was ich kann. Ich werde flehen, ich werde beten, ich werde Nächte wach sein, ich werde fasten, damit du und deine liebe Frau und diese Gemeinde die apostolische und prophetische Bestimmung, die auf euch liegt, auch wirklich erfüllen kann. Ich will nicht für mich leben und ich habe keinen Plan für mich zu leben. Ich wohne weit weg am anderen Ende dieser Erde, aber im Geist sind wir verbunden. Ich bin da, aber im Geist bin ich hier. Und ich verspreche dir, was ich tun kann und was der Heilige Geist mich anleitet, mich führt, ich werde es tun, damit wir gemeinsam unsere prophetische, apostolische Bestimmung erfüllen können. Und Deutschland und die Nationen werden sehen, dass es dem Feind leid tun wird, was er versucht hat anzutun, um dieses Werk und diese prophetische, apostolische und Salbung und Planung Gottes zu zerstören. Wir werden im Sieg stehen und im Jubeln tanzen und unseren Füßen wird es nichts geben als Zerstörung des Feindes unter unseren Füßen. Und wir werden als Gemeinde jubeln und den Sieg feiern. Und so wie David den Goliath besiegt hat und dann ging der Rest des Volkes Israel und lief nach, so wirst du, mein lieber Gerd, genauso den Sieg über den Goliath feiern. Und der Rest der Leute, die werden jubeln dir nachlaufen und den Sieg des Herrn feiern. Und das war eine prophetische Deklaration vom Herrn. Ich bin dem Herrn unendlich dankbar, dass ich hier sein darf. Wisst ihr das? So dankbar. So dankbar. Ich glaube das gar nicht. Ich fühle mich geehrt vom Herrn, dass der Herr mir erlaubt, mir, einen kleinen Österreicher, der eigentlich nie in Deutschland was zu tun haben wollte, hier sein zu dürfen. 1992 war ich in England bei der Pastorenkonferenz mit John Paul Jackson. Und Mike Bickel, ich war damals Pastor in Österreich. Und ein Prophet, der Prophet stand auf, der mich nicht kannte, noch nie gesehen hatte. Ich saß in der zweiten Reihe und der zeigte auf mich und sagte, du junger Mann, steh auf. Und ich stand auf. Ich war patriotischer Österreicher. Und wir Österreicher, leider Gottes, die meisten Österreicher sind ja beleidigt, wenn irgendein Ausländer uns Deutsche nennt, dann sagen wir ganz schnell, wir sind Österreicher. Wir reden österreichisch. Und dieser Prophet stand auf und sagt, du junger Mann, steh auf. Und ich stand auf. Und er sagt, es war 1992.
Und er sagte, ich sehe dich mit zwei Beinen in zwei verschiedenen Ländern dieser Welt stehen. Und das eine Land ist Deutschland. Und ich widerstand dem Propheten. Und ich sagte zu ihm, ich bin Österreicher. Und dann tadelte er mich. Dann sagte er mir, es ist mir egal, woher du kommst. Ich habe die Stimme Gottes gehört und ich habe klar gesehen, ein Bein steht in Deutschland und ich weiß nicht, wo das zweite Bein steht, aber weit weg in einem anderen Land. 1992. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe das Wort der mir mitgeteilt, ich habe gesagt, weder spüre ich was für Deutschland, noch will ich was von Deutschland, noch habe ich vor, was in Deutschland zu tun, noch will ich je in Deutschland zu predigen, ich werde für Österreich mein Leben geben und ich will niemals in Deutschland zu tun haben. Aber ich habe das Wort in meinem Herzen bewahrt. Und dann kamen Bestätigungen und andere Worte. Und wenn ich heute hier stehe, als Österreicher in Deutschland, dann möchte ich nur sagen, ich stehe mit einem Bein in diesem Land. Ich liebe dieses Land von meinem ganzen Herzen. Und ich sehne mich, dass dieses Land die Herrlichkeit Gottes sieht. Und ich bin nicht hier, weil ich einfach einen Predigtermin brauche. Ich bin hier, weil ich euch liebe von ganzem Herzen und weil ich den Plan und die Bestimmung Gottes für unser Deutschland so sehr liebe. Und ich fühle mich geehrt von unserem Herrn, dass er mir erlaubt hat, überhaupt hier zu sein dieses Wochenende. Das ist eine Ehre für mich. Und ich möchte euch herausfordern. Ich möchte nicht kommen als der Reinhard, der wieder eine gute Predigt predigt. Ich habe eine Last empfunden für dieses Wochenende, wie noch nie zuvor für Liechtenstein. Noch nie zuvor habe ich so eine Last. Seit Monaten drängt mich diese Last. Ich habe nicht gewusst, was ich predigen werde. Ich kam her und ich versuchte, mich vorzubereiten. Ich habe nicht gewusst, was der Herr sagen will. Aber ich bin so überzeugt, wenn ich jetzt am Abend zurückschaue, dass der Herr mich nicht hierher gesandt hat, als den Reinhard zu predigen, sondern dass der Herr mich hierher gesandt hat, als eine prophetische Stimmung direkt hinein in diese Gemeinde, die ihre prophetische und apostolische Bestimmung von Gott erfüllen wird. Erfüllen wird. Und werden gemeinsam stehen, Schulter an Schulter. Und werden nicht zulassen, dass die Pläne Gottes sich nicht erfüllen. Werden bereit sein, zu tun, was wir zu tun müssen, in die Ruhe einzugehen. Und das Vergangene zu vergessen und uns nach vorne auszustrecken. Damit dieses Land sieht, es gibt eine Herrlichkeit, die uns gegeben wurde. Und diese Einheit, die diese Gemeinde leben wird, das wird nicht die Einheit sein. Und ich predige jetzt nicht, ich weissage. Diese Einheit, die diese Gemeinde leben wird, das wird nicht eine Einheit sein, die aus irgendwelchen Verständnissen herauskommt. Das wird nicht eine Einheit sein, die durch irgendwelche Predigen gewirkt wird. Die Einheit, die in dieser Gemeinde sichtbar werden wird, das wird eine Einheit sein, die die direkte Antwort ist auf das Gebet Jesus in Johannes Kapitel 17. Diese Gemeinde wird eins sein, so wie der Vater und Jesus eins sind. Diese Gemeinde wird Schulter an Schulter stehen. Und da wird es keine Möglichkeit geben, für den Feind irgendwelche Lügen hineinzusehen, weil die Einheit, die im Himmel bereits deklariert worden ist, die wird hier in dieser Gemeinde sichtbar sein. Es wird eine Einheit des Geistes sein und nicht eine Einheit von menschlicher Ebene, menschlicher Natur. Und der Herr wird Menschen in diese Gemeinde schicken. Manche werden von weit her kommen. Die werden nicht zu Besuch kommen, da werden Menschen hierher siedeln, die werden sagen, wir wissen gar nicht, warum wir in diese kleine Stadt gesiedelt sind, es ergibt überhaupt keinen Sinn für uns. Der Herr wird Menschen hierher schicken, die werden sagen, wir haben keine Ahnung, warum wir diesen tollen Job aufgegeben haben und den Wohlstand hinter uns gelassen haben und in diese kleine Stadt gezogen sind, wo wir keine Zukunft haben. Aber der Herr hat uns gesagt, siedelt dorthin und schließt euch dieser Gemeinde an. Und der Herr wird diese Menschen herzuführen. Der Herr wird diese Menschen heranführen. Es werden sein, wie es in Ezekiel Kapitel 37 war. Die toten Gebeine werden zusammenkommen vom Herrn. Der Odem Gottes wird hineinhauchen auf diese Gebeine. Und plötzlich wird eine sehr, sehr große Armee hier stehen. Und das werdet ihr sehen und das werdet ihr erleben. Und gemeinsam werdet ihr den Sieg Gottes feiern. Und gemeinsam werdet ihr die prophetischen Worte Gottes deklarieren. Und gemeinsam werdet ihr stehen und als sehr, sehr große Armee vorangehen und das Land einnehmen, das euch bereits gehört und der Herr euch bereits gegeben hat. Und die jungen Leute in dieser Gemeinde, die werden aufstehen in einer neuen Leidenschaft für Jesus wie noch nie zuvor. Und das wird ansteckend werden für viele andere junge Leute in vielen anderen Orten dieses Landes. Die Leute werden hören von dem, was Gott hier unter der Jugend tut in dieser Stadt. Und in dieser Stadt wird eine Jugendbewegung sein, wo Menschen leidenschaftlich sein werden. Die werden brennen für Jesus.
Die werden keine Zeit verschwenden wollen mit irgendwelchen großartigen Dingen, wo sie sich um sich selbst drehen. Die werden so leidenschaftlich sein für Jesus. Die werden Träume in der Nacht haben und Visionen am Tag haben. Die werden zusammenkommen und die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes feiern untereinander. Da wird es Nächte geben, wo die jungen Leute nicht schlafen gehen wollen. Nicht, weil sie reden wollen und irgendwas machen wollen oder feiern wollen, sondern weil sie einfach die Gegenwart des Herrn genießen werden. Und das wird ansteckend werden für andere Leute. Da wird es sogar Zeiten geben, wo sogar die Medien berichten werden über das, was unter den jungen Menschen in Liechtenstein geschieht, weil der Herr das so tun wird. Und Doreen, der Herr möchte zu dir sagen, sing lauter und sing weiter und sing fester. Denn ich werde deine Stimme verwenden als eine prophetische Stimme, nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern in der geistlichen Welt über diesen Ort. Und ich habe dich ganz am Anfang zu dieser Gemeinde gebracht. Und wodurch ich dich angezogen habe, war der Lobpreis, der hier in dieser Gemeinde geschehen ist. Das war das, wodurch ich dich hierher gebracht habe in diese Gemeinde. Und das ist das, was ich heute noch für dich geplant habe. Denn meine Berufung auf dem Leben war immer schon, die Miriam zu sein, die prophetisch den Sieg des Herrn singt und deklariert und mein Volk in die Feier der Herrlichkeit des Herrn und des Sieges des Kreuzes bringt. Und das wird eine Salbung auf deinem Leben sein, wo viele andere Menschen dadurch staunen werden, was aus deinem Mund herauskommt. Du wirst hier oben stehen auf der Bühne und du wirst manchmal singen und Leute werden plötzlich sehen. Es werden Leute nicht nur mit geistigen Augen, mit natürlichen Augen sehen. Die werden sehen, wie sich dein Gesicht plötzlich verwandelt in ein helles Gesicht. Und die werden meine Herrlichkeit und meine Gegenwart strahlen sehen aus deinem Gesicht. Und du wirst es gar nicht merken. Denn du und mein Geist, die werden so eins sein, dass du selbst nicht merken wirst, wo du aufhörst und mein Geist anfängt und mein Geist aufhört und du anfängst und umgekehrt. Leute werden das nicht mehr merken. Aber der Herr möchte dir sagen, ich habe dich dazu berufen, prophetisch zu singen und prophetisch zu tanzen, um meine Herrlichkeit zu deklarieren und Menschen, so wie du angezogen worden bist, hier in dieser Gemeinde, durch den Lobpreis in dieser Gemeinde, so werden Menschen angezogen werden. Selbst Christen, die schon lange Christen sind, die werden angezogen werden von dem, was du von dir gibst und in die Gegenwart Gottes eintreten wie noch nie zuvor. Diese Menschen werden alles opfern, einfach um das zu haben, was du hast in deinem Herzen. Der Herr sagt, sing weiter, sing lauter, tanz fester. Denn ich habe dich dazu berufen, als die prophetische Miriam, die mein Volk Gottes in den Sieg hineinführt, ihn zu feiern, der bereits ihnen gehört. Ich könnte noch weitermachen, ich habe noch viele Sachen, aber das ist nicht mehr wichtig heute. Gottes Fakten, die uns gehören, die klar geschrieben sind. 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat zum Leben und zur Frömmigkeit durch die Erkenntnis seiner selbst. Ein Gottesfakt. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Nicht wird sie schenken. Nicht wird. Wisst ihr, was alles im Originalgriechischen bedeutet? Alles. Hast du das gewusst? Alles. Das Wort für Leben ist das griechische Wort Zoe. Das griechische Wort Zoe, das spricht von einem überfließenden Leben. Es spricht von Leben, von dem Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie leben und leben im Überfluss haben werden. Hier gibt Gott uns einen Gottfakt durch den neuen Bund, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Bitte ihn nicht, dir Dinge zu geben, wenn er dir alles gegeben hat. Bitte ihn nicht, um dir Dinge für den Sieg zu geben, den er dir bereits gegeben hat. Sondern beginn anzufangen, diese Gottesfakt zu nehmen und sage, ich habe alles, was ich zur Frömmigkeit und zum Leben, nicht zum Existieren, sondern zum Zoe, zu diesem überschwänglichen Leben. Das Wort bedeutet eigentlich Leben von derselben Qualität dessen, der es mir gegeben hat. Gott hat uns das Leben gegeben durch Jesus Christus. Was dieser Vers ausdrückt, ist Folgendes. Ich habe bereits alles, dass ich das Leben leben kann mit derselben Qualität, die es Jesus Christus gelebt hat. Niemals gestresst, niemals unter den Umständen, niemals verärgert, niemals unter Druck. Völlige Ruhe und immer im Sieg des Herrn. Wie viele von uns flehen Gott an, uns um das zu geben, dass wir dieses Leben haben. Wie viele von uns haben das zu einer Verheißung gemacht. Und dadurch bleibt es in der Zukunft.
Denn die Verheißung kriegst du durch Ausharren und durch Geduld und durch Glauben, aber den Gottesfakt kriegst du nur durch nehmenden Glauben. Ich habe mir das genommen. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Alles. Ich habe alles, was ich zur Frömmigkeit brauche. Alles. Ich habe mein Herz davon überzeugt. Mir nimmt diese Gottesfakt niemand mehr aus meinem Herzen. Da kann mich die ganze Welt verfolgen, da können mich alle Christen verfolgen, da können sie mich aus jeder Gemeinde rausschmeißen und raussperren. Eins sage ich dir, ich habe zu lange gelebt in der Vermischung des Alten und Neuen Bundes, um je wieder zurückzugehen dorthin. Nie wieder. Ich habe geschmeckt, wie gut es ist, im vollbrachten Werk des Kreuzes zu leben. Ich habe geschmeckt, wie herrlich es ist, zu leben in dem, was er mir bereits gegeben hat. Ich brauche ihn nicht mehr überzeugen. Mein Herz muss überzeugt sein. Ich bin dem Herrn dankbar für meine geistlichen Kinder. Matt. Ich habe noch einen anderen in Brasilien. Daniel. No, er not jamais. Er hat gedacht, ich habe ihn schon heraufgerufen. Der hat mir geistige Kinder gegeben, wisst ihr? Ich hatte das Vorrecht, jetzt in ihm die letzten 3, 3,5 Jahre zu investieren. Wenn du 2 Tage mit ihm verbringst, weißt du, was du mir sagen wirst? Der ist dein Sohn. Der ist dein Sohn. Die leben in diesen Gottesfakten. Die leben in diesen. Am Anfang, wenn der Herr mir diese geistigen Kinder gegeben hat, das war sehr stressvoll für sie, sehr stressig. Aber der Herr hat sie mir gegeben. Der hat gesagt, das ist dein Sohn, investier in ihn. Das war sehr stressig. Denn der kam auch aus einer guten, tollen Gemeinde, aber wo der neue Bund noch nicht so verstanden und gelehrt wurde. Und plötzlich sahen sie etwas, was sie ihr Leben lang anders gelehrt hatte. Sein Papa ist ihr Pastor. Ist Pastor. Relativ angesehener Pastor. Der andere Sohn, der Herr mir gegeben hat, sein Papa ist auch Pastor. Und plötzlich kommen diese Jungs mit verrückten Ideen nach Hause, die sie von diesem verrückten Österreicher haben, der gar nicht Brasilianer ist, weil sie jetzt 2 Wochen mit ihm irgendwo unterwegs waren. Und zu Hause sitzt der Pastor, der Papa, und der Junge kommt bei der Tür rein. Und der Junge fängt an, Papa, dafür bete ich nicht mehr, weil das sind Gottesfakten, die gehören mir. Und der Papa wird ganz verrückt und sagt, was hast du da für eine Dummheit jetzt von dem Reinhard mit dem Kopf gekriegt? Und die Jungs, Entschuldigung, und die Jungs sagen einfach immer, wie ich ihnen sage, ehret eure Väter, ehret euren, ehrt ihn, aber lebt in den Gottesfakten. Vor kurzem war ich in der Gemeinde von ihm, habe 3 Tage dort gelehrt. Sein Vater, den ich als außergewöhnlichen Mann Gottes schätze, sein Vater kommt auf die Bühne und sagt, wir sind sehr dankbar, dass heute Pastor Reinhard und Debbie hier sind bei uns. Und er sagt, Reinhard, danke, dass du der Vater meines Sohnes bist. Danke. Ich habe gesehen, wie das Leben dieses jungen Mannes verändert ist. Ich habe zu ihm vorige Woche gesagt, danke, dass du deinen Sohn 40 Tage lang weglässt. Er ist Pastor in der Gemeinde seines Vaters. Pastor. Und der Vater sagte, wir lassen ihn gerne 40 Tage gehen. Weil wir wissen, wie das sein Leben verändert. Nimm ihn mit. Danke. Und dann sehe ich, wie die nächste Generation, die sich so schwer tut, mit diesem neuen Bund zu leben, dann sehen sie das im Leben des eigenen Sohnes. Und ich habe zu ihm gesagt, es tut mir so leid, dass ich den Sohn da so mitschleppe und der Kopf von dem scheint jetzt so verdreht. Und er sagte zu mir, Reinhard, das sagte ich, ich habe es ihm gar nicht gesagt. Das weiß er jetzt gar nicht. Der wird es übersetzen, dann wird er vielleicht schockiert sein. Sein Papa hat mir gesagt, Reinhard, was der lebt, habe ich davon die ganze Zeit geträumt. Der lebt jetzt, wo mein Herz nach sich gesehnt hat. Mein Herz hat geschrien nach dem, was der Mann erlebt. Und ich habe mich so schwer getan, diese Wahrheiten zu ergreifen. Vorgestern rief er seinen Jungen an und sagte, Junge, erklär mir den neuen Bund nochmal. Der war, ich weiß nicht, wie lange der im Zimmer am Telefon war mit seinem Papa. Pastor, der jahrzehntelang Pastor war, bitte diesen jungen Burschen, bitte hilf mir im neuen Bund zu leben, weil er gesehen hat, was es da für ein herrliches Leben in der Ruhe Gottes gibt. Und Freunde, das sage ich euch nur aus einem einzigen Grund, um Jesus Christus zu verherrlichen. Denn der, der pflanzt, ist nichts und der, der sät, ist nichts und der, der begießt, ist nichts. Sondern der Einzige, hat Paulus gesagt, der etwas ist, ist der Herr, der das Wachstum gibt.
Und ich bin mir so bewusst, dass ich absolut ein hoffnungslos verlorener, religiöser, moderner Pharisäer wäre, der die Gemeinden kaputt gemacht hätte, wenn die Gnade Gottes nicht in meinem Leben gewesen wäre und er in seiner Güte mir nicht die Augen geöffnet hat. Ich wäre garantiert der modernste Pharisäer im deutschsprachigen Land. Was ich bin, das bin ich aus der Gnade meines Herrn Jesus Christus. Und dessen bin ich mir jeden Tag bewusst. Jeden Tag. Jeden Tag. Herr, ich bin dir dankbar. So dankbar. Aber eins bin ich mir auch bewusst. Ich will nie wieder zurück in die Mischung des Alten und Neuen Bundes. Ich will mit Leidenschaft diese Wahrheiten verkündigen, wo immer ich auch hinkomme. Da gibt es Gemeinden, die können das oder wollen das nicht, ich weiß nicht. Da gibt es Pastoren, die haben gesagt, tun wir, was wir können, damit Reinhard nie wieder in unser Land kommt zu predigen. Da gibt es andere, die sagen, wir haben ein bisschen geschmeckt, wir wollen mehr. Wir sind hungrig, wir sind durstig. Und ich sage, Herr, ich verstehe, dass Leute nicht mitkommen. Ich habe selbst so mit gekämpft, als du mir begonnen hast, den neuen Bund zu offenbaren. Was gab es innerliche Kämpfe in mir? Was gab es da in mir drinnen für Kämpfe? Ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, ob ich die Kurven kratze. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich doch nicht lieber in meiner falschen Denkweise drin bleiben soll. Das scheint mir bequemer vor. Kommt mir bequemer vor. Aber mit dem gleichen Satz habe ich gesagt, Herr, was immer du mit mir vorhast, bitte mach's, tu es, egal was es mich kostet, egal wenn ich meinen Ruf verliere, egal wenn ich alles verliere, egal wenn ich nichts mehr bin und nichts mehr habe, gib mir das, was ich gesehen habe mit meinen inneren Augen, gib mir das, zeig mir das, offenbare es mir. Und ich habe gesagt, Jesus, du selbst hast gesagt, du hast viel zu sagen zu deinen Jüngern, aber deine Jünger können es noch nicht ertragen. Aber wenn er, der Heilige Geist, kommt, dann wird er sie in alle Wahrheit leiten. Ich habe gesagt, Jesus, wovon hast du da geredet? Und er hat gesagt, studier mal die Evangelien durch, ich habe vom neuen Bund geredet. Ich habe niemals über den neuen Bund gelehrt im ganzen Evangelium. Niemals habe ich darüber gelehrt, klar darüber gelehrt, weil sie konnten es nicht ergreifen. Nur der Heilige Geist kann es dir offenbaren. Streck dich nach ihm aus. Und ich habe geschrien, ich habe gesagt, Heiliger Geist, bitte sei mein bester Freund. Und er sagte zu mir, Reinhard, der bin ich doch, aber warum bist du nicht mein bester Freund? Das ist meine Sehnsucht. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, das war vor Jahren. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, von heute an habe ich ein Ziel. Ich will auch dein bester Freund sein. Ich will dich nicht betrüben, ich will dich ehren, ich will dich schätzen, ich will Verlangen nach dir haben, ich will Sehnsucht nach dir haben und ich will, dass du mich lehrst, den neuen Bund. Und ich habe begonnen zu fasten, zu beten, zu schreien, zu flehen, Herr, lehre mich den neuen Bund, Heiliger Geist, öffne meine Augen. Ich habe das Gebet von Epheser 1 tausende Mal über mich gebetet, gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst, öffne die Augen meines Herzens, dass ich sehen möge die Hoffnung der Herrlichkeit. Oh, dass ich sehen möge meine Berufung und die große Kraft, die in mir dem Glauben wirkt, die du wirken hast lassen, als du Jesus Christus von den Toten auferweckt hast und ihn gesetzt hast hoch über jede Kraft und Autorität und Macht in dieser Welt. Nächtelang habe ich geschrien, öffne meine Augen, Heiliger Geist, ich will dein bester Freund sein. Und wie ich immer wieder in diesem Weg, auf den der Herr mich geführt hat, gemerkt hat, ich habe den Heiligen Geist ignoriert und betrübt. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich flehe dich an, bitte lass mich nicht los. Vergib mir, wo ich dich betrübt habe. Ich will und ich werde dein bester Freund sein. Und das ist bis heute mein tägliches Gebet. Er ist dein bester Freund. Willst du auch sein bester Freund sein? Denn ich sage dir heute, was, kein Reinhard, kein Prophet, kein Prediger dieser Welt kann dir den neuen Bund wirklich aufschlüsseln. Das kann nur der Heilige Geist. Das kann nur der Heilige Geist. Aber wenn du dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist und wenn du sagst, öffne die Augen meines Herzens, zeig mir den neuen Bund, nimm mir die Schuppen von den Augen, wenn das das Schreien deines Herzens ist, weißt du, was du erleben wirst? Das, was ich erlebt habe. Die Dinge, die ich euch lehre, die habe ich in keinem Buch gelesen, die habe ich nirgends studiert.
Ich habe nie ein Buch über den Neuen Bund gelesen, ich habe nie irgendetwas darüber studiert, außer in der Bibel mit dem Heiligen Geist. Und derselbe Heilige Geist ist mit dir und dieselbe Bibel liegt zu Hause auf deinem Tisch. Und er will es dir offenbaren. Er hat eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht, aus dir einen Diener des Neuen Bundes zu machen. Der Heilige Geist sehnt sich danach, eine Gemeinde des Neuen Bundes zu haben. Hör zu, 120 Leute im Obergemach haben die damalige Welt am Kopf gestellt. Hier in diesem Raum sind wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, 300 Leute vielleicht. Wir können die Welt dreimal auf den Kopf stellen. Die ganze Schöpfung seufzt. Die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die warten auf uns. Wir warten, dass der Herr was tut, aber der Herr wartet auf uns und die da draußen warten auf uns. Und wenn wir uns aufmachen und aufstehen, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht strahlt. Wir sprechen die Weisheit Gottes im Verborgenen, im Geheimnis, als Geheimnis. Die verborgene Weisheit, die vor Grundlegung bestimmt war von Gott her für unsere Herrlichkeit. Der neue Bund war dazu bestimmt, dir die Herrlichkeit zu geben, von der Gott will, dass du sie hast. Und wenn du beginnst, in dieser Herrlichkeit zu leben, die dir bereits gehört, das ist ein Gottfakt. Wenn du beginnst zu sagen, ich habe die Herrlichkeit Gottes, ich bin die Herrlichkeit Gottes, ich bin die neue Schöpfung, ich bin hochgesetzt auf himmlischen Orten, ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Ich habe alles, was ich zu diesem Leben und Gottseligkeit und Frömmigkeit brauche. Und wenn diese Gottesfakten in deinem Herzen zur Einheit werden, dann beginnt sich dein Leben in dem Maße zu ändern, wo du sie im Herzen ergriffen hast. Wenn ihr das umsetzt, habt ihr einige schwierige Wochen vor euch. Wisst ihr warum? Weil ihr müsst euch mühen, in diese Ruhe zu eingehen. Aber das ist nur eine kurze Zeit. Kurze Zeit. Die Mühe lohnt sich. Die Mühe lohnt sich, die Verkrustungen in unserem Herzen aufzubrechen. Die lohnt sich. Es lohnt sich die Mühe. Wisst ihr, meine Frau hat zu mir vor kurzem ein gutes Kompliment gemacht, das sie zwar gar nicht als Kompliment gemeint hat. Ich habe gesagt, danke fürs Kompliment. Sie hat gesagt, das war kein Kompliment. Meine Frau hat gesagt, du bist süchtig, du hast eine Sucht. Ich habe gesagt, wirklich? Sie hat gesagt, ja, du bist abhängig. Ich bin abhängig. Du bist fastensüchtig. Du musst lieber fasten als essen. Ich habe gesagt, danke fürs Kompliment. Sie hat gesagt, das ist kein Kompliment. Aber wisst ihr, wenn ich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, wenn ich Nächte in der Gegenwart Gottes verbringe, und auf seine Güte schaue, auf seine Herrlichkeit schaue, auf seine Größe schaue, auf das vollbrachte Werk des Kreuzes schaue. Wenn ich alles Natürliche mich hinter mir lasse, inklusive Essen, und ihn genieße, der mir den neuen Bund geschenkt hat, und eintauche in dieses herrliche Werk des neuen Bundes, wo plötzlich das Essen nicht mehr wichtig ist, der Wohlstand nicht wichtig ist, das Geld nicht mehr wichtig ist, alles um dich herum nicht mehr wichtig ist. Wo du plötzlich beginnst zu schmecken, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wo du beginnst, diese Dinge zu schmecken. Ich habe letztes Mal zu ihr gesagt, ich weiß, wenn ich jetzt nicht aufhöre zum Fasten, dann werde ich körperlich sterben. Okay, ich werde mich zwingen zu essen. Ich musste mich zwingen, das Fasten aufzuhören, weil ich Haut und Knochen war und ich wusste, wenn ich jetzt nicht zu essen anfange, dann wird mein Körper jetzt nicht mehr leben können. Das war der einzige Grund, warum ich gegessen habe. Das können Leute nicht verstehen. Aber ich sage dir was, wenn du in dieser Herrlichkeit Gottes einmal ein paar Stunden sitzt oder liegst oder genießt und wenn du einmal beginnst zu erkennen, wie gewaltig dieser neue Bund und das vollbrachte Werk des Kreuzes ist, dann ist das Fasten kein Opfer, es ist ein Genuss. Hast du das gewusst? Für die meisten von uns ist Fasten ein Krampf. Warum? Weil wir haben den neuen Bund nicht mit dem Herzen ergriffen. Wenn wir ihn ergreifen, dann geschieht etwas in dir, wo das Essen schon noch gut schmeckt, aber es schmeckt noch besser, nicht zu essen. Ich kann das wirklich schwer beschreiben. Ihr werdet das erleben, werdet schon sehen. Es kommt auf euch zu.
Oh, wie sehnt sich mein Herz danach, dass die Gemeinde in ihrer Herrlichkeit lebt und sich bewegt. Wie schreit mein Herz danach. Alles drinnen in mir schreit danach. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mich hierher geschickt hast. Vater, danke, dass du mir offene Herzen gegeben hast. Danke für die Güte von Gerd und Christina, die sie mir erwiesen haben, immer wieder. Danke, Vater, dass sie mir so gnädig gegenüber waren, so herzlich mich aufgenommen haben, so liebevoll ihr Herz für mich geöffnet haben. Obwohl sie mich kannten, danke, Herr, dass sie riskierten, mich hier auf dieser Bühne stehen zu lassen. Und trotzdem hatten sie mir das Vertrauen geschenkt. Vater, ich danke dir so sehr dafür. Vater im Himmel, ich bitte dich heute, dass diese Gemeinde wirklich die Gemeinde ist, die im neuen Bund lebt. Dass diese Gemeinde ist, die alles, was hier geraubt wurde, zurückerobert und noch viel mehr. Dass diese Gemeinde Beute zurückholt vom Feind, der sie belogen und betrogen hat. Dass diese Gemeinde aufsteht und die Herrlichkeit Gottes so hinausstrahlt durch diese Gemeinde, dass selbst ungläubige Pfarrer, die Pfarrer sind, aber dich gar nicht in Wirklichkeit und Realität kennen, dass diese Pfarrer kommen werden und sagen werden, Gerd, ich habe was gehört und habe was vernommen, erzähl mir doch davon. Darf ich einmal bei dir hineinschnuppern, was da los ist? Vater, dass diese geistigen Leiter, die gar nicht in Wirklichkeit mit dir in enge Beziehung stehen, weil sie einfach nur professionelle Männer sind. Vater, dass diese Männer angezogen werden von deiner Herrlichkeit, von den Landeskirchen, hierher strömen und hierher pilgern und sagen, wir haben die Herrlichkeit des zweiten Hauses gesehen und sie ist tatsächlich größer als alles, was wir erlebt haben. Bitte lass uns mit dir dem Herrn dienen. Vater, das ist der Schrei unseres Herzens, dass dieses Land doch wieder sehen möchte. Dieses Land sehen möge, es ist vollbracht. Christus lebt und ist auferstanden und er liebt uns und er steht auf unserer Seite und er lebt in uns. Das ist der Schrei unseres Herzens, Vater. Und ich weiß, das ist der Schrei auch deines Herzens. Und Herr, dafür werden wir flehen, dafür werden wir vor deinem Thron stehen. Dafür werden wir einstehen, dass die Augen der Herzen aller Geschwister in diesem Ort geöffnet sein werden, dass sie sehen mögen, was sie alles in dir bereits haben. Dafür werden wir schreien, Herr, Tag und Nacht. Wir sind eins und wir vereinen uns heute mit dem, was du hier in Liechtenstein tust. Und wir sagen, Herr, im Geist vereinen wir uns und wir stehen zusammen, um die Herrlichkeit Gottes hier zu sehen. Und ich danke dir, Vater, dass das ein Gebet nach deinem Herzen ist. Danke für die treuen Geschwister, die so lange und so treu dir hier in diesem Ort dienen. Danke für die treuen Menschen, Vater,